Guten Abend, guten Tag oder guten weiß der Geil, wann du dieses Video gerade schaust. Wir haben Weihnachten und bei mir ist der sensationelle, der Beschenkte, der Weihnachtself himself, Benny. Yeah! Hallo! Und wir spielen heute für euch auf dem Kanal als kleines Weihnachtsspecial Phasmophobia. Benny ist ein ganz großer Fan davon und deshalb ist es Weihnachten. Also sind wir beide in den Geisterbus von Santa Claus gesprungen und sind jetzt dabei, Phasmophobia zu spielen. Ich freue mich. Eigentlich habe ich gedacht, ich habe es hinter mir. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich tue Benny jetzt. Das ist geil. Ja, nee. Benny hat sich so gewünscht. Also, wer bin ich, um ihn das jetzt zu verwehren? Ich bin so, super. Wir haben wieder ein kleines, süßes Haus ausgesucht. Oder beziehungsweise Benny hat es ausgesucht. Es ist, also, wir haben jetzt schon so ein paar Sachen mal von Phasmophobia gespielt. Ich finde persönlich die kleinen Häuser wesentlich geiler, weil sie mehr Stimmung haben irgendwie. Also klar, so die Prison und so, das ist halt schon echt krass. Und die Irrenanstalt, glaube ich, ne? Irrenanstalt? Das ist eine Irrenanstalt, Benny? Wir haben die Prison gespielt und die Schule haben wir nie gespielt. Es gab noch die Schule. Die Schule. Eine Schule, ja. Die haben alle was für sich, ne? Diese riesengroßen Karten. Aber ich finde diese kleinen Häuser irgendwie, die finde ich sehr atmosphärisch und... Hey Steven. Ja. Geh mal in den Raum da. Welchen? Und guck mal, was da an der Seite liegt. Wo ist es? Rechner. Oh, hier nimmt er ihn auf. Hier ist ein Let's Play am Start. Guck mal da unten. Guck mal unter dich. Unter mich? Ja, also neben dem Bett. Alter, was ist denn hier los? was ist denn hier nicht in Ordnung? Was ist denn das hier? Na sag mal. Ist hier auch ein Licht? Würde dir gerne Licht anmachen. Ja, warte. Ah. Könntest du übrigens mal den Nacken ausrasieren, ja? Das sieht nicht schön aus hier. Ja, warum? Warum liegt denn hier jetzt bitte eine Wirbelsäule? Das, also, wird wie? Level Design 1 plus. Ach, ja, davon musstest nicht, du ein Foto machen? Ja, da muss ich, glaube ich, ein Foto mitmachen, weil das, glaube ich, ein Beweis ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Okay, interessant. So, während Benny quasi die Fotosession des Grauens macht, irgendwie gucke ich hier mal mit Schwarzlichtlampen aller Hoteltester mir erstmal die Betten an. den wahren Horror dieses Spiels zutage zu bringen. Also wir hatten hier hinten EMF3. Jetzt ist die große Frage, wo ist er? Gib mir doch mal ein Zeichen. Oh, EMF2, ja. Gib uns doch mal ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Jemand hat ein Bild fallen lassen von der Wand. Das war ich. Jemand öffnet hier einfach Türen. Ihr seid bei dir? Ich weiß nicht. Also ich höre hier die ganze Zeit ein paar Sachen, aber ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Hallo? Wie heißt du denn, meine kleine süße Maus hier? Wie heißt du? Überblick? Du heißt... Aha. Nancy. Ja. EMF5, ganz kurz, EMF5. Können wir auf jeden Fall schon mal eintragen? Du kannst ja ganz kurz mal hier vorne, weil ich hatte EMF5 hatte ich hier vorne gehabt. Also hier so, in dem Bereich hier. Irgendwie, also entweder ist er in der Küche oder im Essbereich. Ich gehe mal kurz. Ich geh mal kurz raus und du kannst ja mal so ein bisschen Fragen stellen. Ja, wie, was, du verbiss dich jetzt hier oder was? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Ich glaube, ich hatte schon mal die Frage gestellt, irgendwie, was man generell überhaupt für Fragen stellen sollte. Was, dadurch, dass ich mir jetzt auch nicht wirklich irgendwie Let's Plays oder so angeguckt habe, kann ich jetzt auch genauso fragen, so... Was hast du letzte Woche gegessen? Und wie läuft's bei dir da drinnen? Nüscht. Einfach mal nüscht. Hat sie nichts gesagt?
Nee, gar nicht. Okay. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Oh, was hast du denn hier schöne Kassette? Ja, das ist dieser DOT-Projektor, wo du dann die Silhouette sehen kannst, wenn der Geist hier so durchläuft. Das ist ja krass. Aber ach, dazu muss, glaube ich, müssen die Lämmchens aus sein hier in der Umgebung. Lebst du noch? Ja, im Keller. Okay, mich hat er nämlich gerade fast verfolgt. Deswegen war die Frage, ob du noch lebst. Hier war er gerade irgendwie aktiv. Schau mal an. Hallo? Was? Was soll für Psychosprüche da draußen, Alter? Schreibensbuch. Gut. Termit. Alter, ist aber wirklich jede Tür zu gemacht hier. Ja, schön. Machst ja, du, ich versuche gerade die Voodoo-Puppe hier aufzunehmen. Und einfach mal hier so ein bisschen. Sieht aus, als wenn du irgendwie eine Runde Twister spielst. Aber ich so. Krieg's nicht gegriffen. So, warte mal. Geh mal kurz hier vor die Tür, mal ein bisschen frische Luft schnappen. Tja, albern. Nancy? Wo bist du? Nancy, schreib mein Buch. Nancy. Sagst du den Vor- und den Zunamen? Reagiert die nur auf beide Namen, oder? Ich glaube, die reagiert auf nur einen Namen, reicht, glaube ich, schon. Also mit Nancy, glaube ich, trigger ich sie schon ziemlich hart. Echt, ja? Was glaub halt schon. Nancy! Ich guck mal, ob ich die Kamera irgendwie bedient bekomme. Mal schauen, mal gucken. So, ich würde ja gerne wirklich mal irgendwie filmen. Ich will mal die Videokamera holen. Die Kamera macht das, Junge. So, ihr könnt wetten, ich bin wieder am Arsch. Ich bin... Nein, Alter. Benni, ich hab grad was sehr krasses gefunden, irgendwie. Was jetzt, glaube ich, jetzt nicht unbedingt dazu hilft, irgendwie das hier zu lösen. Sondern einfach nur so ein Grusel-Fucking-Fact, Alter. Guck mal. Oh Gott. Die heißt auch noch so? Nein! Ja, das ist anscheinend keine Erwachsene, sondern Kindergeist, der uns hier verfolgt. Okay. Also, wir packen jetzt mal, weil wir ja hier vorhin hatte ich ja ein bisschen Action-Maction. Dann packen wir doch mal, wo packe ich jetzt die scheiß Kamera hin? Ich pack's mal hier. Da, perfekt. Das ist ja gut. Oh, was? Das ist doch gut. So, F. Nein, warum hat denn der die jetzt? F. Ist sie jetzt an? Geh mal kurz in den Van gucken, ob die jetzt an ist. Nein, sie macht nichts. Sag mir, wo du bist. Sag mir, wo du bist. Denn ich wüsste gern, wo du dich rumtreibst. Würde denn eigentlich der Geist auch darauf reagieren, wenn man... Also sie heißt ja... Nancy Harris? Ich jetzt einfach sage, fancy... Siehst du das denn immer? Die war jetzt direkt bei mir. Ja, die war jetzt, die kam aus dem Essbereich bis Richtung Wohnzimmer, dann wieder zurück und dann in die Garage.
Das habe ich alles über die Kamera gesehen, die ich in der Küche platziert hatte. Das war ganz geil. So, die Frage ist, man kann, wird die eigentlich auch getriggert durch ähnliche Wörter, die ihren Namen irgendwie, also, ne, Wörter, die ähnlich wie ihren Namen klingen? Also so Fancy Ferris? Könnte funktionieren, ja. Ja, das, meinst du? Ja, die müssen es ja irgendwie abbilden, dass es irgendwie Ähnlichkeiten aufweist, auch wenn du, sag ich jetzt mal, irgendwie Probleme mit der Sprache hast. Aha. Oh! Alter, wir haben massiv Action hier. Oh shit! Nein! Sie ist hinter uns! Sie ist hinter uns! Ja! Sie ist hinter uns! Ah! Und ich bin am Arsch! Fuck! Ah, Scheiße! Okay. Ja und ja, der Steven sieht nicht mehr ganz so gesund aus. Ich glaube, ich nehme ihm jetzt mal ein paar Sachen ab. Ich nehme mal das mit. So, dann gehen wir jetzt nochmal auf die... Hä? Warum kann ich denn die jetzt nicht mitnehmen? Ich habe doch nur das dabei. Ich hab sie noch gehört. Also. Ne? So ein bisschen. Hallo? Ist da wer? Hallo? Bist du hier? Versteckt er sich da hinten, aber das ist ja auch geil. Machst du nur hier? Kackst du etwa in die Ecke? Mann, wie immer, Benny. Ich hab ein bisschen Schiss. Bin ehrlich. Okay. Okay. Easy. Easy going. Mach die Scheiße hier auf. Hallo? Alter, die hat mich zugemacht. Was ist denn hier los? Achso, Tür geht andersrum auf. Schreibe ins Buch. Scheiße, was hat die denn jetzt alles gemacht? Blöde Tante, ey. Lass mich mal ganz kurz raus hier. So, jetzt gehen wir nochmal kurz rein. Wo bist du? Hallo? Sind Sie noch da? Alter, die Alte, die stresst mich ja ganz schön, kann ich mal sagen. Du stresst mich, Alte. Nee, raus hier. So, was mache ich jetzt mit Nancy? Also, wir haben eintragen können, Beweise, EMF5. Dots-Projektor habe ich auch gesehen. Damit haben wir nur noch 4 zur Auswahl. Geisterbox ist es nicht. Weil darauf hat sie nicht geantwortet. Geisterorb kann ich nicht ausdüdeln. Fingerabdrücke weiß ich nicht. Geisterbuch Gefriertemperaturen wäre nochmal interessant. Aber ich glaube, wir haben nichts an Gefriertemperaturen dabei. Ja, haben wir nicht. Das ist schlecht. Was hätte ich denn noch? EMF hatten wir schon. Also die Box scheint es nicht zu sein. Habe ich sonst noch irgendwas? Warum konnte ich denn jetzt gerade das eine Ding von Steve nicht aufnehmen? Ich
würde gerne Fingerabdrücke nochmal checken. So, guck mal. Los. Die jagt mich jetzt wie die Pest. So, hast du hier irgendwas dran gelassen, Fräulein? Hast du hier irgendwas dran gemacht? Nö. Ich brauche eigentlich nur noch einen Beweis. Ein fucking Beweis, Freunde der Sonne. Warte mal, dann machen wir das mal so. Schreib ins Buch. Okay, ich bin weg. Danke. Also Stevie, ich bin der Meinung, wir haben jetzt, können jetzt zusammentragen, EMF5, Buch, und DOT-Projektor. Glaube ich. Gucken wir mal. Gut. Kurze Korrektur. EMF war es auf jeden Fall. Geisterbuch auch. DOT-Projektor anscheinend nicht. Weil da haben wir nichts. Jetzt haben wir zwei Geister noch zur Auswahl. Den Myling und den Shade. Den können wir uns ja mal angucken. Der Myling. Was hat denn der Myling? Wo ist denn Myling? Myling. Ein Myling ist ein sehr lautstarker und aktiver Geist. Es heißt, dass sie bei der Jagd auf ihre Beute, leise sind. Stärken. Ein Myling ist dafür bekannt, dass er bei der Jagd leise ist. Würde ja zutreffen. Schwächen. Mylings geben häufiger paranormale Geräusche von sich. Das ist eigentlich auch Dings. Ne? Und so weiter. Und der Shade? Was hat denn der Shade? Der Shade oder Shade? Wo ist er denn? Da ist der Shade. Der Shade ist bekannt als schüchterner Geist. Wenn mehrere Menschen zusammen sind, werden alle paranormalen Aktivitäten gestoppt. Stärken. Schüchtern zu sein bedeutet, es wird schwerer, den Geist zu entdecken. Der Geist wird nicht jagen, wenn mehrere Menschen zusammen sind. Ja, und ja. Also ich würde sagen, etwa der Myling. Ja? Also Stevie, ich würde sagen, ja, falls du mich jetzt noch nicht gehört hast, weil du vielleicht mir nicht gefolgt bist, dass der Myling ist. Den würde ich jetzt aussuchen. Und dann würde ich auch quasi das Haus damit beenden. Ne? Okay. Trag das mal bei dir ins Journal auch ein. Dafür kriegst du nämlich dein Geld und Points. So, ich hoffe, du bist bereit. Und ich schließe in 3, 2, 1. Wir fahren weg. Yay! Es war ein Myling. Scheiße, ich hab Shade genommen. Ah, hast mich aber noch gehört, ne? Ja, ich stand die ganze Zeit vor dir. Achso, okay. Naja, ich wusste nicht, ob du vor mir stehst, weil du kannst, wenn du nicht vor mir stehst, über Funk geht es immer ganz easy going. Aber ich hab dafür einen Geist erkannt, herausgefunden. Nice. Gab Kohle für dich. Sehr schön, Manny. Sehr schön. Ich freue mich für dich. Ich wurde wieder gegrabbelt irgendwie. Ach, schade. Naja, so ist es halt. Darum geht es ja auch in dem Spiel, ne? Irgendwie Geister erkennen kann jeder. Außer ich. Ja, ihr Lieben. Also, wenn es euch gefallen hat, irgendwie, dann, hey, dann esst ein Weihnachtsplätzchen für uns mit. Irgendwie packt ein paar Geschenke für uns mit aus. Und ja, ich hoffe, ihr habt eine tolle Weihnachtszeit mit euren Lieben zusammen irgendwie. Bleibt bitte alle gesund. Und wir sehen uns dann zum nächsten Projekt, ihr Lieben. Bis dann. Ho, ho, ho. Ciao.